Alfred, hättest dich ruhig angelegen. Schön. Hier wohnst du also, Thomas. Hab ich dich gefunden. 15 Jahre. Brauchst du irgendwas? Wer sagt, dass ich was will? Du bist nicht privat hier. Beruflich und privat. Was jetzt? Beides. Ich habe dem Mann meine erstgeborene Tochter anvertraut. Wenn da Geheimnisse intime, finde ich, ist der Zeitpunkt günstig, bevor er Vater wird, sie heute hier und jetzt zu lüften, sozusagen. Es ist ein Freund von deinem Mann zu Gast. Und du, Martha, du sitzt nur rum und bietest nicht mal eine Tasse Kaffee an. Ich kann das wirklich nicht mehr hören, Anni, seit 20 Jahren. Wie toll du alles. Die Firma, Papa, uns. Die anderen haben sich ihr tolles Leben, selbstverständlich weiß ich schon, alles selber jahrzehntelang erarbeitet und aufgebaut. Es könnte ja mir vielleicht mal, Zufall, etwas Schönes auch passieren. Wir werden einfach, was wir sind. Du, ich, Thomas. War schon immer so. Er kam nur nicht dazu. Egon, ich kann das nicht nochmal. Ich aus dem Wirtshaus zu den Kindern ins Büro heute nein! Die Menschen ändern sich. Es braucht nur die Gelegenheit. Wir sind auch, was wir werden können.